Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Edna bricht aus und wir können uns Tempomorph. Ja, Tempomorph für mich in die Vergangenheit. Wie du willst, halte dich fest. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Okay, wir müssen jetzt das Rätsel lösen. Das sieht doch recht interessant aus. Moment, Rechtsklick. Die Welt ist viel zu groß, um für längere Zeit irgendwo eingesperrt zu bleiben. Das stimmt. Ich kann Mathe nicht ausstehen. Ich erkenne ein Muster. Sein oder nicht sein? Das ist Ednas Lehrer, Herr Hornbusch. Und Alfreds. Eine Notiz von Mattis, Ednas Vater. Ja, dann nehmen wir mal die Notiz mit. Mein Gott. Oh, wie schön. Vor allem das Riesenrad. Das kann nicht wahr sein. Es gibt sogar ein Riesenrad. Die Eisbude war vorher nicht da. Die scheinen ganz neue Sorten zu haben. Ein Karussell. Es gab noch nie ein Karussell im Ort. Hey, die haben eine neue Rutsche auf dem Spielplatz. Hey, die haben ein Karussell. Ich wusste gar nicht, dass ein Zirkus in der Stadt ist. Das Wasser sieht herrlich aus. Heute ist der wärmste Tag des Jahres. Wer heute nicht rausgeht, hat vielleicht den Sommer verpasst. Ja. Na, geh raus. Ich kann nicht rausgehen. Jetzt kann ich rausgehen. Zettel, Alfred, Karte, Fensterloch. Brief, Loch, zurück. Wie praktisch, dass der Schrank ein Loch in Kuckhöhe hat. Da steckt ein Brief in der Tasche von Herrn Hornbuschs Mantel. Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Herr Hornbusch ist einer der uninteressantesten Charaktere in Edna bricht aus. Aber an dieser Stelle möchte ich mal ein paar Worte über das Farbschema der Charaktere verlieren, weil ich häufiger gefragt werde, nach welcher Logik ich halt manchen Charakteren in Haut und Augen Fehlfarben verleihe. Das geschieht rein intuitiv. Ich glaube, es hat etwas mit Menschlichkeit zu tun. Wenn sie ihre Menschlichkeit verlieren, sieht man das den Leuten auch an. Herr Hornbusch konnte von Edna niemals als tatsächlicher Mensch gesehen werden. Sprechend ist er blau. Oder aber stammt aus der Sesamstraße, das kann natürlich auch sein. Oder von ihr schimpfen, habe ich übrigens auch. Hinter dieser Tür beginnt der Spaß. Ich kann Mathe nicht ausstehen. Wir können ja mal alles hier ablegen, was uns einfällt. Wirklich viel können wir ja mit HW nie machen. Wobei wir können Zirkus und Sonnenschein mal ablegen. Vielleicht kriegt sie ja da Lust, uns richtig zu helfen.
Seiten ist ja nichts Besonderes. Ah. Ja, ich bin mir nicht sicher, inwieweit man das beim Spielen oder Schreiben des Spiels reflektiert, aber eigentlich ist der Sachverhalt, dass Edna zur Strafe für Störung des Unterrichts in einen Schrank gesperrt wird, doch hochgradig bedenklich. Jetzt möchte ich aber das Augenmerk einmal auf dieses wundersame Kleiderstück im Hintergrund lenken, zumal dort der Brief, den Mattes an Herrn Hornbusch geschrieben hat, drin steckt in der Tasche. Müssen wir wohl davon ausgehen, ja, dies ist der Mantel von Herrn Hornbusch. Wie sieht er wohl in diesem Mantel aus? Warum trägt er ihn? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja, Oh, wir können den gar nicht... Wir können ihm weder Alfred noch Hornbusch geben. Okay, das... Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Edna, da ist ein Zirkus in der Stadt. Was sagst du? Ein echter Zirkus? Herr Hornbusch! Ach Gott. Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ach Gott. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank, verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Oh, da hat die kleine Edna... Wie geht's dir, Edna? Psst, später, Harvey. Ich glaube, wir müssen Edna in den Schrank bekommen. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, ha. Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. So, was hältst du über die Sonne, was heute der schönste Tag werden soll? Edna, heute ist der wärmste Tag des Jahres. Oh nein, und ich muss hier sitzen und Nummern schubsen. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Ich muss doch sehr bitten. Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Sie muss in den Schrank. Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Psst, später, Harvey. Okay, das hilft nicht. Herr Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mathe dir zu Ostern geschenkt hat. Psst, später, Harvey. Du hast ihn das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Okay, kichern hilft nichts. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Psst, später, Harvey. Eis ist eine wunderbare Idee. Wenn der auf Eis abfährt, dann muss Edna auch zwangsweise auf Eis abfahren. Ne, weil Unterbewusstsein und so. Edna. Es hat eine neue Eisbude aufgemacht. Haben die etwa auch Pudding-Eis? So wie es aussieht, haben die da alles. Oh, ich könnte sterben für ein Eis. Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Oh. Edna, das war's. Ja. Das Maß ist voll. Du kommst jetzt in den Schrank. Das Maß ist Na voll. Los. Beweg dich! Aber... Keine Widerrede! Gefällt mir. Hallo! Guck dir doch mal den Brief an. Kommst du an den Brief dort ran? Klar! Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst.
Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Okay, die braucht ja irgendwas, wo Sona schreiben kann. Sie sieht unglücklich aus. Sag es nett. Jetzt kann man sie ja im Prinzip alles fragen, deshalb machen wir das auch mal. Und Herr Hornbusch noch. Und Alfred. Alfred? Alfred ist eine alte Petze. Ein Petzfrosch. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Ja, ich muss mal kurz weg, bis gleich. Okay, da bin ich wieder da, auch wenn es immer noch klingelt. Edna muss ich irgendwie übernehmen. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Ja gut, das hatten wir schon. Erinnerst du dich an den Schädel? Psst, später, Harvey. Na, nix später. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Psst, später, Harvey. Ich mag dir eigentlich noch mal einen Schrank bekommen. Wir wissen ja auch, wie es funktioniert. Weil hier können wir nichts machen. Mathe ist ätzend. Lass...